Mahlzeit und willkommen zu Let's Play Edna bricht aus. Ja, ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Sollte relativ bekannt geworden sein letztes Jahr, sprich 2011. Ja, ich quatsch auch nicht so viel, wir fangen direkt an. Neues Spiel. Was ist los? Ach, nichts. Du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du. So, dann sind wir auch schon im Spiel. Ich will nur noch kurz den Game-Sound ein bisschen lauter machen. So in der Richtung sollte reichen. Ja, klassisches Point-and-Click-Adventure. So. Sie an Tisch. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Ja, wenn du ihn haben willst, dann nimm doch mal mit. Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Dann sprich mit dem Tisch. Stehen bleiben, Tisch! Brav. Okay, benutzen? Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Was haben wir denn im Inventar? Harvey. Dann benutze Harvey mit Tisch. Hey, Harvey! Willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht. Okay, sie scheint eindeutig verrückt zu sein, wenn sie schon mit ihrem Kuscheltier redet. Dann den Stuhl mal anschauen. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Überantwortet? Dann nimm den Stuhl mal mit. Nicht ohne meinen Feng Shui-Berater gefragt zu haben. Ja. Ach, da kann man auch noch ein Stuhlbein. Guck ich mir ein Stuhlbein mal an. Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine! Ramschware aus dem Möbeldiscount. Dann quatsch mal mit dem Stuhlbein. Ich habe dich gefunden, Stuhlbein. Jetzt bist du dran mit Suchen. Eins, zwei, drei. Mist. Es hatte bereits das beste Versteck. Dann nimm das Stuhlbein mal mit. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Okay, jetzt haben wir ein Stuhlbein. Dann zieh dir das Stuhlbein mal an. Ein stumpfes Stuhlbein. Nicht gerade das beste Werkzeug, um aus einer Gummizelle auszubrechen. Wie rücksichtslos von Dr. Marcel, dass er dir keinen Presslufthammer in die Zelle stellt. Ja, finde ich aber auch. Dann benutze das Stuhlbein mit der Tür. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Das funktioniert jetzt nicht wirklich. Dann benutze einfach mal so die Tür. Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Hätte ja sein können, dass sie auf ist. Haben wir denn hier noch Polster? Dann schau dir die Polster mal an. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand.
Ja, dann nimm mal mit. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Dann sprich mit dem Polster. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als Ja. kann ich die benutzen? Ha! Nochmal, komm. Ha! Okay. Ziemlich sinnfrei. Kann ich den Stuhl noch irgendwo zu benutzen? Da setze ich mich nicht mehr drauf. Ach, ich hätte mich draufsetzen können. In den Tisch. Wozu? Immer du noch bist nicht. Langweilig, Tisch. Was haben wir denn noch? Gitter. Dann sieh dir mal das Gitter an. Ich hasse Gitter. Dann nimm es mal mit. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Okay, dann reden wir mit dem Gitter. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Tatsache. Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Okay, dann reden wir nochmal mit dem Gitter. Hey, hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Yeah. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Wer bin ich? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Ich bin nicht verrückt. Warum kann ich mich nichts erinnern? Warum ist es so heiß hier drin? Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter. Ja, die funktioniert bestimmt auch ganz gut. Kannst du mir die Klimaanlage denn einschalten? Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. Naja. Ich bin eigentlich gar nicht verrückt. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. War vielleicht nicht das beste Argument mit dem Hasen, aber warum kann ich mich an nichts erinnern? Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Lass mich raus, das ist ein Notfall. Lass mich raus, das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Ich habe aber Hunger. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Ich muss mal. Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich muss mal auf die Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja, sehr gut.
Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf die Toilette. Nee, auf Toilette. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Dann probieren wir mal. Mir ist ein wenig schwindelig. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Okay. Es ist viel zu heiß hier drin. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Oh, ich habe mich geirrt. Doch kein Notfall. Oh, ich habe mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Mir ist aufgefallen, was für eine Dampfnase du doch bist. Mir ist aufgefallen, was für eine Dampfnase du doch bist. Dampfnase? Du nennst mich eine Dampfnase? Die Dampfnase kommt gleich zu dir rein und zeigt dir ihre berüchtigte Rückhand. Du und Sport, dass ich nicht lache. Du und Sport, dass ich nicht lache. Wenn du Sport treibst, esse ich einen Elefanten. Ha, dann guten Appetit. Ich spiele sogar in einem richtigen Verein. Und was spielst du? Fang den Stock? Zufällig bin ich Juniormeister. Im Minigolf. Yep. Und den Schläger hat dir Mami gekauft? Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Hast du ihn gestohlen? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit! Ich habe noch nie gestohlen. Hast du ihn dir aus einer Walkiefer geschnitzt? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Papas Liebling, Papas Liebling, Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Warum nimmst du dir nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Hoffentlich erstickst du hier drin. Dass ich dir die Klimaanlage anschalte, kannst du jedenfalls vergessen. Oh. Nee, komm. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Oh, mich jetzt wieder friedlich, gut. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Ja. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Okay. Ich muss... Hallo? Hallo, Edna. Was gibt's?